nach einigen Rückfragen zu dem Beispiel haben wir gedacht, es ist das Leichteste oder das Einfachste, wenn wir uns die Lösungen zur Aufgabedichtefunktion und Verteilungsfunktion in einem Video anschauen. Ihr habt da gegeben eine Zufallsvariable x und die Wahrscheinlichkeit von dieser Zufallsvariable x lässt sich mit Hilfe einer Dichtefunktion ermitteln. Wir haben hier unten quasi die Funktion f gezeichnet und wie wir sehen, das ist eine Dichtefunktion, es ist ein durchgängiger, ein stetiger Graph. Das heißt, was wir auf jeden Fall schon mal wissen, ist, dass x eine stetige Zufallsvariable ist. Ja, das ist für das Beispiel nicht unerheblich und daher sollte man schon darüber nachdenken, ist das jetzt eine stetige oder ist eine diskrete Zufallsvariable zur Wiederholung. Stetig ist es dann, wenn die Zufallsvariable alle Werte innerhalb eines Intervalls annehmen kann. Hier ist das Intervall von 0 bis c und wir sehen da der Graph stetig ist, kann die Zufallsvariable x alle Werte in dem Intervall 0 bis c annehmen. Daher ist sie eben stetig. Und diskret war ja, wenn sie eben nicht alle Werte innerhalb eines Intervalls annehmen kann. Typisch Binomialverteilung, ja. Was sie ist, es funktionieren zwei Lampen, es funktionieren drei Lampen, es funktionieren vier Lampen von 10 Lampen, aber es kann nicht sein, dass 7,2347 Lampen funktionieren von 10 Lampen. Ja, also das wäre bei der Binomialverteilung eben eine typisch diskrete Verteilung. Hier haben wir eine stetige, ja, also x ist stetig, eine stetige Zufallsvariable. Gut. Und jetzt wissen wir, es gibt bei stetigen Zufallsvariablen die sogenannte Dichtefunktion. Das ist einfach die mir den Graph liefert. Falls wir uns an die Normalverteilung erinnern, bei der Normalverteilung schaut die Dichtefunktion ja so aus. Das war die gaußsche Glockenkurve. Das ist die Dichtefunktion. Ja? Das wäre in dem Fall bei der Normalverteilung wäre das unser f. Und die Wahrscheinlichkeit, die man sich dann damit ausrechnet. Da haben wir gesagt, ich kann bei einer stetigen Zufallsvariable keine Wahrscheinlichkeiten ausrechnen für einen Genauwert. Also ich könnte nicht ausrechnen, zum Beispiel f von, was weiß ich, wenn da c zum Beispiel 7 wäre, f von 3 kann ich zum Beispiel nicht ausrechnen, weil das ist bei einer stetigen Zufallsvariable de facto 0. Ja? Ich kann nur ausrechnen die Wahrscheinlichkeit, dass eben zum Beispiel x kleiner gleich 3 ist, weil dann wäre es die Fläche bis zum Dreier. Oder dass x größer gleich 5 ist, dann wäre es die Fläche rechts von 5er und so weiter. Ja. Also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeiten kann man eben bei einer stetigen Zufallsvariable nur in Intervallen ermitteln. Und deswegen haben wir hier eben, und das ist eben die Fläche unter diesem Graphen, und deswegen ist es hier definiert. Ich kann die Wahrscheinlichkeit von a bis b so berechnen. Ich kann die Wahrscheinlichkeit von a bis b mit Hilfe eines bestimmten Integrals ermitteln, von der Funktion f von a bis b. Und das ist jetzt eben unsere Verteilungsfunktion. Ja, da steht da, die Verteilungsfunktion ist jetzt einfach diese Wahrscheinlichkeit hier. Die rechne ich dann eben aus mit f von b minus f von a, also einfach nichts anderes wie das bestimmte Integral. Also darum geht es. Ja, man muss ja nur im Kopf haben, eben bei einer stetigen Zufallsvariable rechne ich die Wahrscheinlichkeit aus, indem ich die Fläche unter der Dichtefunktion ausrechne und deswegen muss das eben jetzt da ein Integral sein. Und das ist jetzt eben keine Normalverteilung, so wie wir sie kennen, weil das, was da gegeben ist, ist ja auch keine typische Glockenkurve, sondern ich sehe, das beginnt bei 0 und das hört bei c auf. Das heißt, da kann man sich ruhig im Kopf behalten, da drüben ist nicht irgendein Wert, sondern hier links geht es eben los bei. Ups, das hat das nicht so funktioniert, wie ich wollte. Das geht da eben los bei 0 und das geht bis c. Okay? So, also. Geben Sie für die gegebene Dichtefunktion klein f den Funktionswert groß f von 0 der zugehörigen Verteilungsfunktion f an und begründen Sie, warum f von c gleich 1 ist. Machen wir jetzt erstmal den ersten Wert. Wir sollen f von 0 bestimmen. Naja, was ist denn f von 0? F von 0 ist ja das Integral von 0 bis 0 von der Dichtefunktion f von x dx. Naja, wie groß wird denn die Fläche sein, wenn ich sie von 0 bis 0 ermittle? Ja, da gehe ich ja quasi nicht nach rechts, ja. Und das heißt, das kann ja in dem Fall nur 0 sein. Ja? Also f von 0 muss 0 sein, weil die Fläche von 0 bis 0 ist 0. Ja? Da habe ich gar keine Fläche ausgerechnet. So, dagegen, warum ist f von c gleich 1? Naja, f von c ist ja quasi wirklich die Fläche vom Nuller bis zum c. Das ist da jetzt quasi wirklich die ganze Fläche.
Naja, und die ganze Fläche muss ja quasi mein ganzes Wahrscheinlichkeitsspektrum abbilden. Und naja, das muss 1 sein, weil es sind 100%. Ja? Also die Zufallsvariable x kann die Werte von 0 bis c annehmen. Das heißt, insgesamt sind das 100% der Werte. Es steht ja nirgendwo, dass die Zufallsvariable noch Werte über c hinaus annehmen kann, sondern sie kann nur von 0 bis c sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass x irgendeinen Wert von 0 bis c annimmt, muss 100% sein. Damit muss die Gesamtfläche 1 sein, was hier 100% entspricht. So, als nächstes skizzieren Sie in der oben stehenden Grafik, also in dem Fall habe ich es drunter jetzt hingegeben, den Graphen der zugehörigen Verteilungsfunktion f und beschreiben Sie dann das Krümmungsverhalten. Naja, die Verteilungsfunktion quasi summiert jetzt hier nur die Wahrscheinlichkeiten und das ist im Prinzip ganz ähnlich wie bei der Verteilungsfunktion von der Normalverteilung. Ich sehe hier, es wächst immer stärker, 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 bis ich dann quasi hier beim lokalen Maximum bin und dann flacht sich das Wachstum quasi wieder ab. Das heißt, die Verteilungsfunktion schaut hier so aus. Ja? Und wenn ich jetzt noch die Krümmung beschreiben muss, naja, was welcher Wert ist hier überhaupt? Hier ist genau c halbe übrigens, ja? Also genau die Hälfte von c. Und ich weiß jetzt da eben bis zum lokalen Maximum, was bei c halbe liegt. Ist f links gekrümmt, also positiv gekrümmt, nach oben offen, und danach ist f bis x ist gleich c, also bis da drüben, negativ gekrümmt. Man hätte das alternativ auch so anschreiben können: von 0 bis c halbe ist f links gekrümmt und von c halbe bis c ist f rechts gekrümmt. Also, ihr seht, das ganze Beispiel hier beruht im Prinzip darauf, dass man a weiß, dass x eine stetige Zufallsvariable ist, dass man den Unterschied zwischen einer Dichtefunktion kennt und einer Verteilungsfunktion kennt und dass man eben weiß, dass eben bei der stetigen Zufallsvariable die Wahrscheinlichkeit dadurch entsteht, dass ich mir die Flächen ausrechne, die unter der Dichtefunktion liegt. So, b. Geben Sie an, durch welche Eigenschaft von f der Wert des Parameters k festgelegt ist und berechnen Sie den Wert von k. So, dazu habe ich nochmal Folgendes da angegeben, und zwar, das steht ja schon in der Angabe, die Funktion f ist eine Sinusfunktion. So, und zwar eine stinknormale Sinusfunktion, da steht Sinus x, da steht nichts drin in der Klammer, aber gestreckt oder gestaucht mit dem Faktor k. Naja, in dem Fall muss es eine Stauchung sein, weil ja eigentlich die Sinusfunktion bis 1 ginge, das Maximum wäre ja hier oben bei 1 eigentlich, jetzt liegt es drunter, das heißt eine Stauchung, das heißt, ich weiß bei dem k auf jeden Fall, dass es irgendwo zwischen 0 und 1 liegen wird. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Nullstellen gleich bleiben. Und der Sinus beginnt ja bei 0, erreicht bei Pi halbe sein Maximum und bei Pi ist es die erste Nullstelle. Bei 3Pi halbe hätten wir ja da das lokale Minimum und bei 2Pi hätten wir wieder 0. Das heißt, ich weiß aufgrund dessen, dass das eine Sinusfunktion ist, und zwar eine nicht verschobene Sinusfunktion, die auch die Periode 2Pi besitzt, weil eben da nur x drin steht, kann hier nur Pi sein. Also hier muss Pi sein und hier kann man sogar dazu schreiben, hier beim lokalen Maximum muss Pi halbe sein. Ja? Also c ist gleich Pi. Und das ist mal eine ganz wichtige Info, weil mit der Hilfe kann ich mir jetzt das k ausrechnen, weil wir vorher schon gesagt haben, wir wissen, dass die Fläche hier drunter von 0 bis c, und c ist in dem Fall Pi, 1 sein muss, kann ich mit einem bestimmten Integral arbeiten und kann jetzt quasi hier mit dieser Gleichung mir das k ausrechnen. Weil ich weiß eben, wenn ich von 0 bis Pi integriere, die Dichtefunktion klein f, dann muss da 1 rauskommen. So, und jetzt setze ich einfach ein. Ja, für klein f kann ich k mal Sinus von x einsetzen. Und dann bilde ich eine Stammfunktion, die ist in dem Fall minus k mal Cosinus x, weil ja aus dem Sinus der negative Cosinus wird. Also haben wir minus k mal Cosinus von x. Ich habe das Minus jetzt einfach noch vorgezogen. Jetzt setze ich die obere, die untere Grenze ein. Dann haben wir minus k mal Cosinus pi minus die untere Grenze. Achtung, da muss ich klammern, weil eben jetzt minus minus k ist. Minus k mal Cosinus von 0. Wenn wir uns den Cosinus von Pi kurz in den Kopf rufen, der ist nämlich minus 1 und der Cosinus von 0 ist plus 1, das kann ich einsetzen. Und wenn ich da jetzt dann noch richtig auflöse, aus minus k mal minus 1 wird plus k und aus minus minus k mal 1 wird ebenfalls plus k. Also habe ich jetzt da k plus k.
Wer die Kosinuswerte von Pi und 0 nicht auswendig weiß, kann die natürlich im Taschenrechner eintippen, aber Achtung, kommt das Pi vor, also bitte da auf jeden Fall den Taschenrechner auf Bogenmaß, also auf Radiant umschalten. Prinzipiell kannst du euch merken, egal ob Schularbeit oder Matura, wenn die Winkelfunktionen, also jetzt nicht in einer Trigonometrieaufgabe, wo ein Dreieck oder ein Viereck gegeben ist, sondern wenn es um Funktionen geht wirklich, dann ist es immer Bogenmaß. Also da hätte ich noch nie gesehen, dass da mit Gradmaß gerechnet wird. Also da könnt ihr wirklich per se schon mal auf Bogenmaß umschalten. Das ist fix Bogenmaß. So, also, wenn ich die Klammer jetzt noch addiere, habe ich k plus k ist 2k und jetzt kann ich k ausrechnen, dividiert durch 2, habe ich k ist 0,5. Das heißt, ich kenne jetzt da die Funktion f. Die Funktion f ist also f von x ist 0,5 mal Sinus von x. Und damit hätten wir den ersten Teil hier oben einmal komplett erledigt. Ich habe das k ausgerechnet. Der Parameter k ist eben dadurch festgelegt, durch diese Eigenschaft hier, dass eben das bestimmte Integral von 0 bis pi 1 sein muss. Und warum muss das pi sein? Weil das c pi sein muss, weil das die Nullstelle, die erste Nullstelle von Sinus ist. So, und den nächsten Punkt sollen wir jetzt da den Term bestimmen der zugehörigen Verteilungsfunktion f, also jetzt haben wir hier im Intervall 0 bis c. Naja, f ist jetzt ja eine Stammfunktion von klein f. Das ist ja schon per Definition so, es ist ja groß f. Aus k mal Sinus wird minus k mal Cosinus, das wissen wir schon, und k ist ja 0,5, deswegen habe ich hier mal minus 0,5 mal Cosinus x. Da habe ich jetzt hingeschrieben plus d. Warum nicht plus c? Aus dem einfachen Grund, weil c hier schon vorkommt und ich finde das irritierend, wenn man hier c hinschreibt, weil das würde irgendwie suggerieren, dass das dieses c ist und das c ist ja pi und das stimmt nicht in dem Fall. Ja? Also da bitte einfach irgendeine andere Variable verwenden. Wer c hingeschrieben hat, würde ich nicht falsch werten bei einer Schularbeit oder bei einer Matura, aber es ist wie gesagt mathematisch da in dem Beispiel nicht sinnvoll, weil das c ist bereits besetzt, also habe ich da d hingeschrieben. Ja? Ob man da jetzt da a, b, y, z hinschreibt, ist wurscht, ja. Mein y würde ich auch nicht unbedingt hinschreiben, weil das ja dann quasi auf die y-Achse hindeutet, aber jede andere Variable ist vollkommen okay. So, und jetzt muss ich das d aber bitte noch bestimmen, weil es ist hier schon eindeutig bestimmt, dieses d. Und zwar kann ich hernehmen die Eigenschaft, dass f von 0 ja 0 sein muss. Es ginge übrigens auch, dass f von pi 1 sein muss. Das ginge genauso. Aber ich würde f von 0 ist 0 vorschlagen, ist noch angenehmer zum Rechnen. So, jetzt setzen wir ein. Also minus 0,5 mal Cosinus 0 plus d ist gleich 0. Jetzt wissen wir, der Cosinus von 0 ist 1. Also habe ich minus 0,5 mal 1 plus d. Rechne ich plus 0,5 auf die andere Seite, habe ich d ist 0,5. Damit haben wir die Verteilungsfunktion groß f gefunden. Die ist also minus 0,5 mal Cosinus x plus 0,5. Damit hätten wir auch diesen Teil erledigt. So, letzter Teil. Für ein Ereignis e gilt, p von e ist 1 minus b von x kleiner gleich c minus a. Jetzt sollen wir verbal beschreiben, was dieses Ereignis bedeutet. Naja, dieses Ereignis an sich ist die Gegenwahrscheinlichkeit, weil da steht hier 1 minus p von bla bla. So, und es ist die Gegenwahrscheinlichkeit davon, dass x kleiner gleich c minus a ist. Naja, und die Gegenwahrscheinlichkeit von, dass x kleiner gleich c minus a ist, ist ja gerade die Wahrscheinlichkeit, dass x größer gleich c minus a ist. Und das ist auch die Antwort darauf. Ja? Das Ereignis E beschreibt, dass die Zufallsvariable x einen Wert annimmt, der größer als c minus a ist. Es ist auch größer gleich richtig, weil wir uns erinnern, bitte, x ist eine stetige Zufallsvariable. Und bei stetigen Zufallsvariablen haben wir ja gelernt, dass b von x größer gleich irgendeinem Wert das gleiche ist wie b von x echt größer. Warum? Weil ja der Genauwert 0 ist und deswegen hat das Gleiche oben eben keine Auswirkung. Ja? Also beide Antworten hier sind richtig. So, nächstes. Stellen Sie für a kleiner gleich c halbe die Wahrscheinlichkeit a kleiner gleich c minus a in der Grafik als Fläche dar. So, also a muss kleiner gleich c halbe sein. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass c halbe hier ist. Das heißt, wenn a kleiner sein muss als c halbe, also ich schreibe es mal hin, das hier ist c halbe. Dann ist a zum Beispiel hier. So, und das heißt, das a hätte ich mal eingezeichnet. Jetzt brauche ich noch, hier steht ja, x soll zwischen a und c minus a liegen. Das Stückerl a geht ja von hier bis hier. Das heißt, ich muss jetzt das gleiche Stückerl da drüben abmessen. Dann lande ich ungefähr, würde ich sagen, hier. Das heißt, auch dieses Stückerl hier
hat die Länge a, auch das hat die Länge a, und damit ist das Stückerl hier c minus a, weil von c das eben rückwärts gegangen wird. Und die gesuchte Fläche, stelle ich kurz die Farbe um, damit wir uns dann auskennen, die gesuchte Fläche geht dann eben von hier bis hier und ist dann das. Ja? So, und jetzt sollen wir noch den Zusammenhang begründen, warum das hier gilt. Eine wichtige Information ist einmal folgendes, und zwar, ja, super, habe ich das gemacht. Ich lösche das da jetzt wieder weg, damit man den unteren Teil lesen kann. So, also, wegen der Symmetrie der Dichtefunktion, wo ist die symmetrisch? Naja, die ist symmetrisch anhand des Maximums. Gilt b von x kleiner gleich a, ist das gleich wie b von x größer gleich a. Ich wechsle wieder die Farbe, damit wir es uns besser vorstellen können. Nehmen wir gelb. Also, das heißt ja nichts anderes, b von x kleiner gleich a ist ja diese Fläche. Und b von x größer gleich c minus a ist diese Fläche. Und ist nicht klar, ja? Wenn die zwei blauen Stückchen hier groß gleich groß sind, dann müssen auch die zwei gelben hier gleich groß sein. Ja? Also das und das, die sind gleich groß. Wegen der Symmetrie, das wissen wir aber schon, ja? Das haben wir schon längst gelernt, dass man da von dieser, dass man da die Symmetrieeigenschaften ausnützen können. Der Sinus ist nämlich da symmetrisch anhand des Maximums. Gleich wie die Gaußsche Glockenkurve, falls wir uns erinnern können, auch symmetrisch bezüglich ihres Maximums ist. So, und aufgrund dieser Eigenschaften gilt jetzt Folgendes, und zwar, dass x in diesem blauen Bereich drin liegt, also zwischen a und c minus a, ist ja das gleiche, als wenn ich von 100%, also von 1, zuerst x kleiner gleich a abziehen würde, also das ist quasi hier das gelbe Stück auf der linken Seite, und dann noch das gelbe Stück auf der rechten Seite abziehen würde. Dann würde mir genau das blaue übrig bleiben. Und aufgrund dessen, was wir da gerade geschrieben haben, dass b von x kleiner gleich c minus a das gleiche ist wie b von x größer gleich c minus a. Also aufgrund dieser Zeile hier weiß ich ja, dass ich hier statt dem hier ja genauso schreiben könnte b von x kleiner gleich a. Also das ist das gleiche. Ja? Das heißt, das kann ich da jetzt ausnutzen. Ich habe jetzt eben, bin jetzt einfach hergegangen und habe das nochmal hingeschrieben und statt hier b von x größer gleich c minus a zu schreiben, habe ich eben das eingesetzt, b von x kleiner gleich a. Und jetzt habe ich das hier zweimal, kann es zusammenfassen und lande damit hier. Und das ist genau das, was hier oben zu zeigen war. Und damit ist das Beispiel abgeschlossen.